Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Wir haben beim letzten Mal endlich geschafft, dieses blöde Viechblatt zu machen. Und haben jetzt diesen Raum hier geklärt. Mit Hilfe von Dynamit und stehen jetzt vor einem nächsten Raum. Und den schauen wir uns jetzt an. Andersrum, so. Oha. Hier sieht's heiß aus. Hier sieht's heiß aus. Da leuchtet ein Schatz. Und hier leuchtet ein Schalter. Okay. Ich weiß nicht, ob man das hätte jetzt schon machen sollen. Ich befürchte nämlich, da hätte man machen müssen, wenn jetzt gleich der böse Riesengegner kommt, nachdem das hier aussieht. Ihn da reinfallen zu lassen. Oh, meine Freunde, wer seid ihr denn? Das war der erste. Und wir benutzen mal ein Erste-Hilfe-Spray. Okay. Den zweiten. Mich. So. Ah, super. Bringt uns das hier oben? Können wir ihm da auf den Rücken springen? Kennen wir doch schon was. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Das wir auch mal am besten sofort verwenden.
Ja, und Frage ist, wie kriegen wir mir jetzt ordentlich Schaden reingedrückt? Kriegen wir mit Schaden. War noch irgendeine interessante Granate, eine Blendgranate. Leider keinen Schaden mehr hier. Leer. Nicht weiter. Hier was machen? Ja. Okay, wir müssen ihn einfach nur oft treffen. Ich hoffe, da reichen die Schuss. Was machen wir denn, wenn wir keine Schuss mehr haben?
funktioniert, ist aber... Mir fehlt die Rückmeldung, ob ich ihm jetzt wirklich Schaden mache. Jetzt finde ich den Kampf ziemlich blöd. Aufblättern. Nachladen. Greifen. Umdrehen. Machen den Schaden. So. Dann komm. Alle guten Dinge sind drei. Oh, das ist es auch noch hier. Okay. Hat doch ganz gut geklappt. Hat uns leider ein wenig viel Munition gekostet, die ganze Geschichte. Hierfür haben wir keine Schuss mehr. Gibt uns aber die Chance, hier so wieder ein bisschen zu sortieren. Achso, das passt nicht. Das passt auch nicht. So. Also über Inventarplatz können wir uns erstmal nicht beschweren. Moment, das ist doch... Achso, für die Pumpgun sind die. Oder? Nein. Da haben wir noch drei Schuss im Magazin. Jetzt bin ich verwirrt. 12 Kapazität. Magnum-Munition. Für eine Magnum. Die haben wir gar nicht. Interessant. Gut. Nichtsdestotrotz ist die Tür auf. Wir gucken mal auf die Karte. Genau da hinten. Und oh, bis zum nächsten Speicherpunkt ist noch ein Stückchen hin. Das Ganze mit ziemlich wenig Schuss. Okay, Brandgranate und Gewehrmunition. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das Gewehr hat die gleiche Munition wie das Gewehr. Jetzt sollte man natürlich mal in Zukunft überlegen. 6,5... Kapazität 9, Feuergeschwindigkeit ist natürlich sehr gering. Und die macht 7. Hätten wir uns eigentlich gerade das Gewehr aufleveln sparen können und das Teil da besser für verkaufen. Ah, ich höre doch schon wieder die blöden fliegenden. Mitnehmen, bevor die weg ist. Und dann ziehen wir uns wieder hier in die Ecke zurück. Das war eigentlich ganz gut. Wir warten einfach, dass die kommen. Und das machen sie.
immer noch welche. Okay. Und ich höre immer noch welche. Noch ein Schuss. TMP. 100 Schuss. Irgendwo habe ich wieder noch. Es gibt's doch gar nicht. Wie viel sind denn hier? Komm schon. Erstaunlich wenig ausgehalten. Ich höre immer noch einen. Wir untersuchen aber erstmal. Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg beschneiden. Bescheinen. Also nochmal, die beiden Lichter werden einen neuen Weg bescheinen. So, nicht beschneiden. Hier wird nichts beschnitten. Heute nicht. Noch ein. Aber das scheint noch weiter weg zu sein. Gehen wir mal weiter. Mit einem werden wir jetzt auch noch klarkommen. Zwei. Ist mal verdammt schnell kaputt gegangen. So, wo müssen wir denn jetzt weiter? Da ist noch mal eine Sackgasse. Sackgasse. Gut. Oder? Sackgasse böse? Nein. Sackgasse gut. Kraut. Und was haben wir hier? Es ist irgendein Schalter. Drücken. Ja, sicher. Ah, das erste Beschneidelicht. Dafür ist es hier aber auch wieder lauter geworden. Anfällig gegen die TMP. Mit der Pumpgun musste ich zweimal treffen. So, erste.
Licht hatten wir. Und da hinten ist die Höhle mit der zweiten Sackgasse. Leer. Okay. Munitionstechnisch sieht es ja doch wieder nicht so gut aus, wie ich dachte. Okay. Und sieht schon wieder besser aus. Schuss, naja. Eine Pfütze. Ja, sicher. Ach gut. Wird die Tür direkt aufgeschmolzen? Naja. Oh, oh. Ja, nehmen wir ruhig mal Kraut. Nervig, die Tüten. Na, schade. Immerhin zwei erwischt. Eine Fresse. Ich mir daneben schießen konnte ich ja gar nicht, ne? 50. So. Wir kombinieren schon mal das. Und da muss auf jeden Fall noch ein Gyarados rein. Da ist ein Schalter drüben. Aha. Was soll man sonst machen, ne? Oh, scheiße. Ja, gut. Sich ja gerade noch in Grenzen. Okay, hält sich doch nicht in Grenzen. Sag mir nicht, dass ich hier den ganzen Raum noch mal machen muss. Okay.
Kommt da bestimmt noch eine Kugel gerollt oder sowas. Das hat irgendwie gerade gar nichts mehr getan. Okay. Laut Karte sind wir an unserem Bestimmungsort. Mit 50 TMP und ein paar, genau 8 Pumpgun-Schuss. So, was liegt denn da Schönes? Du erhältst königliche Insignie. Prüfen. Oh, ein Aufzug. Ende von Kapitel 4.2. Speichern selbstverständlich. Okay, es geht voran. Ich weiß leider gar nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat. Aber auch nicht schlimm. So. Pistolenmunition, grünes Kraut. Da geht's weiter. Hier liegt auch noch was. Ein Brief. Wenn La Plaga geschlüpft ist, ist es fast unmöglich, ihn aus dem Körper zu entfernen. Vorher kann man ihn jedoch neutralisieren. Im Notfall kann man ihn auch operativ entfernen, bevor er absolutes Stadium erreicht hat. Aber das ist nicht leicht. Das Risiko, die Operation nicht zu überleben, ist hoch. Soweit ich weiß, wurde dem Mädchen vor dir ein Ei injiziert. Die Zeit läuft. Du solltest dich auf das Schlimmste gefasst machen. Ja, geheime Botschaften. Und weniger geheime Händler. Welcome. Schauen wir mal. Gibt's was Neues? Nein, aber es gibt, glaube ich, jede Menge zu verkaufen. Genau. Königliche Insignie. Thank you. Blaues Auge. Thank you. Rotes Auge. Und 13 grüne Augen. Is that all? Thank you. Und noch ein Seidenkristall. Thank you. Sehr schön. Wir können noch tunen. Und zwar haben wir letztes Mal herausgefunden, dass unser... Wo ist es denn? Ja, diese Automaten. Da. Striker. Die gleiche Munition nutzt. Und das Schrotgewehr dann in dem Sinne totaler Quatsch ist und wir gar nicht mehr brauchen. Das heißt also, wir verkaufen unser Schrotgewehr. Ja, bitte. Gibt ordentlich Kohle und wir können jede Menge tunen. Und zwar auf jeden Fall Striker. Feuerkraft. Ja. Thank you. Die Kapazität. Is that all? Ja. Thank you. Und die Ladegeschwindigkeit. Is that all? Ja. Thank you. So, Sturmgewehr, Halbautomatik, uninteressanter. TMP, auf jeden Fall interessant. Is that all? Kapazität. Is that all, stranger? Nein, das reicht erstmal. 50 Ladegeschwindigkeit brauchen wir da auch nicht unbedingt. Und jetzt können wir eigentlich nur noch die Punisher erhöhen. Is that all? Das machen wir auch mal. Thank you. Okay. Dann haben wir die ja schon fast voll hochgelevelt. Wir könnten noch die Kapazität erhöhen. Okay. Thank you. Das sieht doch ganz gut aus. Come back anytime. Und dann speichern wir nochmal. Ja. Und dann machen wir an der Stelle mal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Bis dann.